Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade auf dem Uphill zu den Home Trails. Einfach noch den ganzen Tag nur vorm Schreibtisch gesessen. Jetzt dachte ich, jetzt muss ich noch mal raus und natürlich noch ein Training absolvieren. Denn meine Home Trails sind eigentlich auch nicht so schlecht, um Uphill zu trainieren. Man hat immer eine Abfahrt und halt einen relativ langen Uphill. Eigentlich richtig doof zum Trails fahren. Aber fürs Enduro-Training gar nicht so übel. Und deswegen fahren wir jetzt einmal ganz hoch, ohne Schieben. Und dann fahren wir runter. Und dann habe ich noch eine Idee für so eine kleine Passage, wo man auch ein bisschen treten muss und so ein paar Wurzeln sind und so. Ja, wir radeln erstmal hoch, melde ich mich gleich nochmal. Ach ja, ich tracke heute das erste Mal meine Route bzw. mein Training mit der Fitbit, um später vergleichen zu können, wie sich meine Daten verbessern, Puls und so, damit ich vergleichen kann einfach. Wenn jetzt mein Puls in manchen Bereichen so und so ist, muss der Puls ja ein paar Wochen später niedriger sein. Und meine genauen Pläne, wie ich das Training angehe und wie ich die 180 mm Federweg kompensieren will, erzähle ich euch gleich vor der ersten Abfahrt, wenn ich Pause mache. So, ist auf jeden Fall eine andere Motivation, mit Enduro-Rennen hier hochzutreten. Das ist noch nie am Stück gefahren, so wie jetzt. Erstes Mal. Und ja, Fitbit. Ich sag, ich bin 13 Minuten am Fahren, 1,6 Kilometer. Das war allerdings nur, fast nur Uphill. Ja, aber mein Fahrrad ist eigentlich kein Trailbike. Und viele haben schon geschrieben, wie kompensierst du das? Oder holst du noch ein anderes Bike fürs Rennen? Dafür ist einfach kein Geld da, Leute. Deswegen kompensiere ich das mit Training. Ich werde genau kontrollieren, wie mein Puls sich verhält beim Training und was sich da so tut in der Zeit. Genauer an das Thema Trainingslehre steige ich mal anders ein. Auch zum Thema Krafttraining. Ich werde parallel Krafttraining machen. Auch verschiedene Bereiche, Oberkörper, Unterkörper. Alles ein bisschen abgestimmt darauf, weil eigentlich komme ich ja aus dem Fitnessbereich und das Wissen dafür muss ich natürlich nutzen, wenn ich schon nicht der Pro im Fahrradfahren bin, ne? So, die Uhr meckert schon, ich muss weiter. Wir sehen uns auf der ersten Abfahrt. Ihr habt es gesehen, so wird jetzt in Zukunft meine Strecke ungefähr aussehen.
Meine Waden sind schon zu gerade. Und dann, ja, wieder hoch. Das haben wir heute nicht, weil ich will noch eine andere Strecke suchen. Die heißt Flat But Net auf Trail Forks. Und die werde ich jetzt suchen, weil wenn die flat ist, kann ich da Sprints üben und so ein Kram. Und das ist halt auch ganz cool eigentlich. Das heißt, die gehen wir jetzt mal schnell suchen, bevor die Sonne untergeht. Ich habe gerade mal bei Trail Forks gecheckt. Ich bin schon mitten auf der Line. Aber es wird gleich dunkel. Und immer wenn die Sonne mich so blendet, sehe ich halt gar nichts mehr. Aber ist geil. Macht Bock. Jetzt paddeln wir. Ich würde sagen, wir fahren mal diese ganze Grube hier einfach ab. Das ist ein kleines Ausdauertraining. Ich wollte eine Stunde machen. Jetzt gleich bei einer halben Stunde. Technisch halt. Ich sage euch so, wie es ist. Diese Mischung, Tretpassagen, Uphill, das ist hart. Und das ist auch das, was so schwer ist. Aber egal, ich muss jetzt durch. Das erste Training ist natürlich Luft nach oben, auf jeden Fall jede Menge. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich suche jetzt den Weg nach Hause und dann schauen wir uns bei Trainingsergebnisse mal auf der Fitbit an. So Leute, geschafft. Ich hätte zwischendurch fast gekotzt, dachte ich, ey. Scheiße. Ich blende euch mal hier nebenan die Stats an. Ich habe nicht ganz eine Stunde geschafft, sondern 45 Minuten.
Und zwischendurch ist auch noch die Kamera, der Akku leer gegangen. Deswegen melde ich mich jetzt erst, sonst hätte ich ja viel mehr noch vom Rückweg gesehen, weil da habe ich mich klassisch wie bei jeder Enduro-Runde mal wieder verfahren. Und ja, also ich merke auf jeden Fall, gerade diese, also lange Uphills geht mittlerweile, muss ich sagen, aber diese Sprints zwischendurch und nicht nur ein, sondern mehrere, das geht halt an die Substanz so. Und das muss ich auf jeden Fall trainieren. Ja, ansonsten soll es jetzt erstmal 7 Tage regnen. Ich denke, ich werde dann halt im Regen fahren gehen. Bleibt nichts anderes übrig. Aber seid auf jeden Fall gespannt, auch zu den Themen im Fitnessstudio. Viele von euch haben ja auch gesagt, hey, mich interessiert es allgemein, wie man trainiert. Aber ich werde das alles halt auf Bike und Enduro-Rennen münzen. Das heißt, so oder so denke ich, dass das für jeden Biker irgendwie interessant sein könnte. Ich nehme so mein Wissen, sportwissenschaftlich, Trainingslehre und so, und packe das halt ja, für euch so zusammen. Werde verschiedene Rubriken machen, Beine, Oberkörper, Core, Bauch, Schultern und so weiter. Und yes, seid auf jeden Fall gespannt. Nichtsdestotrotz, für alle, die einfach nur die Standardsachen mögen, die ich sonst so gemacht habe, die wird es natürlich zusätzlich geben. Ich will auf jeden Fall richtig reinhauen, Leute. Das wird eine spannende Challenge. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, Notifications anmachen, damit ihr immer up to date seid. Und yes, macht's gut. Ich hoffe, es geht euch gut.